Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion, es ist in den letzten Monaten viel zu der elendigen Situation in Moria gesagt worden. Sehr viel ist gesprochen worden über die unhaltbaren Zustände, in denen vor allen Dingen auch Kinder leben müssen. Es ist aber in den letzten Wochen und Monaten leider viel zu wenig passiert. Zahlreiche Kommunen stehen bereit und haben bereits im Januar sich zu sicheren Häfen zusammengeschlossen. Sie haben ganz konkret Zahlen vorgelegt, wie viele Menschen sie aufnehmen können. Über 43 sind es alleine aus NRW, 174 bundesweit. Die Kirchen stehen bereit, die Zivilgesellschaft steht bereit. Dass die Bundesregierung aber nicht bereit ist, tatsächlich zu helfen, und zwar nur Stück für Stück handeln und reagieren muss, weil der Druck aus den Kommunen und aus der Zivilgesellschaft so stark ist und immer mehr wächst, ist schlimm genug. Dass sie aber den aufnahmebereiten Kommunen und den aufnahmebereiten Ländern wie Thüringen und Berlin die Hilfeleistung auch noch verbietet, ist schlichtweg schäbig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es wäre schon längst Ihre Pflicht, Herr Minister Stamp, sich an diese Spitze dieser Bewegung aus den Kommunen und der Zivilgesellschaft zu setzen und mit einem Landesaufnahmeprogramm mutig auch aus NRW voranzugehen und Innenminister Seehofer aufzufordern, seine Blockadehaltung endlich abzulegen. Spätestens nach Ihrem Besuch mit Ministerpräsident Laschet auf Moria hätten Sie konkrete Ergebnisse liefern müssen. Es ist aber nichts geliefert worden, außer wohlklingenden Worten und einigen schönen Gesten. Und das, worauf Sie immer wieder so stolz sind, Herr Minister Stamp, dass Sie erst einmal gesagt haben, wir sind auch bereit, 500 Leute aufzunehmen, nachdem die Situation dann eskalierte, zu sagen, wir sind jetzt auch bereit, 1000 Leute aufzunehmen. Diese Bereitschaft, Menschen aufzunehmen, die verkommt doch zu einem Scheinangebot, wenn Sie aber nicht tatsächlich etwas auch dafür unternehmen und wenn Sie vor allen Dingen diese Bereitschaft an eine Bedingung verknüpfen, und zwar an die Bedingung der europäischen Lösung. Und wenn Sie jetzt sich eben noch hier hingestellt haben und dann noch sagen, naja, die Grünen würden ja in Österreich Menschenrechte verkaufen. Ich glaube, Menschenrechte dürfen nicht verhandelt werden. Menschenrechte dürfen aber auch nicht an Bedingungen verknüpft werden. Auch nicht an die Bedingung einer europäischen Lösung. Das, Herr Ministerpräsident Laschet, haben Sie immer wieder betont. Sie sind bereit, 1000 aufzunehmen, wenn es denn eine europäische Lösung gibt. Ich glaube, dass vor allen Dingen eine mutige Politik auch aus den Kommunen und aus der Bevölkerung jetzt erwartet wird. Eine Politik, die auch werteorientiert ist, sich an die europäischen Werte der Humanität und Solidarität besinnt. Und vor allen Dingen auch das Wahlergebnis am Sonntag hat doch gezeigt, dass die Menschen auch in den Kommunen diese mutige Politik auch bereit sind, mitzutragen und vor allen Dingen auch zu würdigen. Und ehrlich gesagt, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, eine mutige Politik habe ich auch in den letzten Monaten viel mehr von Ihnen erwartet. Wir haben vor 6 Monaten im März dieses Jahres einen Antrag hier vorgelegt, in dem wir genau das forderten, und zwar stärkere Initiative aus NRW, und die Bundesregierung stärker unter Druck zu setzen, damit sie sich endlich bewegt. Und jetzt liegt Ihr Antrag vor, der so ziemlich wortwörtlich in die Richtung geht, wie wir es auch vor 6 Monaten formuliert haben. Und ich habe mich echt gefragt, brauchte es
brauchte es diesen Höhepunkt der humanitären Katastrophe, bis Sie sich hier endlich durchringen konnten und wahrnehmen konnten, dass es auch aus NRW jetzt viel stärker einen Druck geben muss in Richtung Bundesregierung an Ihre Genossinnen und Genossen, auch in Berlin? Brauchte es das? Ich finde nicht. Ich finde nicht. Aber wir werden das machen, natürlich, selbstverständlich. Was Sie im März nicht machen konnten, wir werden selbstverständlich Ihrem Antrag zustimmen.